Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Elder Scrolls Online Necrom, dem neuen Kapitel. Wir befinden uns gerade hier in Tel Dreloth. Und in Tel Dreloth schauen wir gerade nach, was mit unserem oder dem Geliebten von der guten Dacia Caro hier passiert ist. Die sprechen wir jetzt mal an. Ich bin froh, dass Tun Shay wohl auf ist. Doch er hat nur noch mehr Fragen aufgeworfen, anstatt für Antworten zu sorgen. Ich weiß, er ist einer ihrer engsten Gehilfen. Aber wenn dieser Delmon eines von Satiles Experimenten ist, warum gibt Tun Shay ihr dann nicht die Schuld für das Geschehene? Ja, wir wissen immer noch nicht wirklich, wer oder was Delmon ist, ne? Das weißt du schon. Ich weiß, aber verdammt, ich wünschte nur, ich könnte mich erinnern, wo ich das schon gehört habe. Delmon. Delmon. Klingt ein bisschen wie Dämon. Dämon. Ist es denn möglich, dass Natin etwas darüber gesagt hat? Nein, das ist ja das Problem. Hätte Nathan es erwähnt oder geschrieben, würde ich mich wahrscheinlich genau daran erinnern. Delmon, Delmon, es liegt mir auf der Zunge. Wo sagte Tun Shay noch, dass Satile den Probanden hingebracht hat? Er sagte, sie hätte ihn zurück in die Isolation gelockt. Das muss den Isolationsturm meinen, wo auch Nathan ist. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, was wir tun werden, doch Satile muss aufgehalten werden. Okay, ich bin bereit. Bleiben wir in Bewegung. Was sollen wir auch tun? Oh, was ist denn hier passiert? Hier wird irgendwo gekämpft. Die Forscher auch? Ihr Götter, was hat sie getan? Wir haben da noch gar nichts gesehen hier. Halt! Spürt ihr das? Es fühlt sich an, als würden wir beobachtet. Ist das so? Ich habe dieses Eindringen lange genug geduldet. Dieser Thiele. Wer auch immer ihr seid auf Dacias fantasievolle Geschichte hereingefallen und nun unterstützt ihr ihre gefährliche Besessenheit mit meinem Sohn. Nathan hat seine Gefühle für Dacia in dem Brief, den er geschrieben hat, klar zum Ausdruck gebracht. Oder wurde euch diese wichtige Information vorenthalten? Ja, der einzige Brief, den ich gesehen habe, war der, in dem Dacia schrieb, dass sie Nathan nicht liebt. Hattet ihr den verfasst? Und wäre das schlimm? Es wäre besser für beide, wenn sie es glauben. Sie können nie zusammen sein, versteht ihr? Niemals! Niemals! Vergesst alles, was ihr gesehen habt. Oder es wird euch schlimmer ergehen als Tun Shay. Ist das eine Drohung? Ich reagiere nicht gut auf Drohungen. Was habt ihr Nathan angetan? Hat das etwas mit Delmon zu tun? Delmon? Wo habt ihr diesen Namen gehört? Wir können lesen. Wir haben eure Forschungsnotizen gefunden. Tun Shay sagte, Delmon sei für das verantwortlich, was im Labor geschah. Ach, ich verstehe. Euer Halbwissen erweist sich als gefährlicher als völlige Unkenntnis. Ja, dann enlighten me. Verlasst diesen Ort. Sonst werde ich alles noch in meiner Kraft Stehende tun müssen, um euch aufzuhalten. Tch, ich gehe nirgendwo hin, bis wir nicht Nathan gefunden haben. Delmon war ihr Gatte. Ja, sie muss es schon einmal erwähnt haben. Vor langer Zeit, als sie mich anstellte. Er starb an der Gnaaten-Grippe, an genau dem, was sie zu heilen versucht. Ich habe sie noch nie so erlebt. Okay, wenn dieser Delmon schon so lange tot ist, wie kann er denn für das verantwortlich sein, was im Labor geschehen ist? Ich weiß es nicht. Ist sie verrückt geworden? War sie es schon immer? Maybe. Wenn ja, hat sie es verborgen. Und ich kann es ihr nicht verdenken. Hätte man sie nach Gorne gebracht, wäre sie von Nathan getrennt worden. Der Gedanke daran hat es wahrscheinlich nur noch schlimmer gemacht. Okay, seid ihr euch sicher, dass ihr weitermachen wollt? Wenn ihr vorhabt, auf Satiles Worte zu hören und zu gehen, werde ich allein weitermachen müssen. Nathan ist mein ganzes Leben. Ich gehe nicht ohne ihn. Alles klar, ich bin bei euch. Gehen wir weiter und finden wir Nathan. Thank you.
So, ganz viel weiter geht's hier nicht mehr. Okay, da geht's raus. Oha, jetzt ist sie hier wieder. Und sie will uns ans Leder. Der ist ganz schön hart. Oh oh. Hi. Irgendwie sterben wir jetzt die ganze Zeit. Das bin ich so nicht gewohnt. Eigentlich war ich immer ohne Probleme durch dieses Spiel gekommen, aber macht nichts. Dann nehmen wir mal sowas hier. So. Und sowas nehmen wir auch. Und jetzt machen wir den fertig. Aber es ist auch kacke hier, so ein enger Raum, da kann man gar nicht ausweichen. Ich meine, wir sind auf Ausweichen angewiesen. Wir sterben gerade schon wieder. Kann man nicht bekämpfen. Das ist eure letzte Chance. Oh, das ist echt hart. Wie soll ich das machen? Wir können nicht mal ausweichen. Ey, solche Probleme hatte ich noch nie in diesem Spiel. In 700 Stunden. Wie soll ich das schaffen? Als Alleiniger. Was ist das? Wie soll ich das machen? Wenn ich einfach mal vorbeirenne und versuche da rauszugehen. Geht nicht. Ja, super. So, die ganze Zeit jetzt hier Heilskills, dann wird das vielleicht was. Aber das ist echt hier eine beschissene Gegend zum Kämpfen, weil wir ständig hier an den Ort festgesetzt werden. Wir können gar nicht wirklich ausweichen. So. Okay, das scheint noch richtig übel zu werden hier mit der Arkanistin. Ich muss mich vielleicht noch ein bisschen darauf einstellen, dass wir quasi gar keinen Schaden aushalten können. Aber wir machen auch viel zu wenig Schaden dafür. Aber ja, da muss ich jetzt wohl durch. Okay, wir müssen definitiv jetzt ein paar Punkte in Leben investieren, weil sonst kommen wir gar nicht weiter. Kehrt um, sonst werdet ihr diesen Turm vielleicht nie verlassen. Ja. So, einen Moment mal eben. Ich leg mal heilen auf hier. Dann habe ich auf jeden Fall. Es ist dichter dran, sagen wir es mal so. Okay, so, wo geht's weiter? Kann man hier runter? Ja, hier kann man runter. Da ist er. Dacia, bleib zurück. Ich habe versucht zu entkommen, doch sie hat recht. Meine Mutter hatte mit allem recht. Natun. Hat sie nicht. Wovon redet ihr? Wir sind hier, um euch zu retten. Bleibt zurück von dem Schutzzauber.
Mutter sagte, er wäre ohnehin schon durch die Stärke meines Leidens geschwächt. Ich erkenne euch nicht, Fremde. Was macht ihr mit Dacia? Sie hat mich angeworben, um euch zu retten. Retten? Dann liebt sie mich also wirklich? Da war diese Notiz, wisst ihr? Ich war mir sicher, es ist eine Fälschung. Doch dann habe ich euch gesehen und... Nun, ich begann mir Gedanken zu machen. Aber ich kann nicht gehen. Wenn ihr durch die Kavernen gekommen seid, habt ihr gesehen, wozu ich fähig bin. Das wart ihr? Tunshai sagte, Daemon wäre für das verantwortlich, was im Labor geschah. Mein Vater, ja. Das Leiden, das meine Mutter mir gab, sie benannte es nach ihm. Ich wusste das nicht, bis ich zu entkommen versuchte. Die Schutzzauber dienten nie meinem Schutz. Sie schützten die anderen vor mir. Wenn ich wie geplant mit Dacia von hier weggelaufen wäre, wäre sie jetzt tot. Okay, und womit genau hat Satil euch infiziert? Mit einem lebenden Heilmittel, einem Symbionten, der seinen Wirt durch giftige Sporen schützt. Ohne ihn wäre ich nicht mehr am Leben und ohne mich kann er nicht gedeihen. All die Jahre hat sie aufrichtig versucht, mich zu heilen, damit ich ein normales Leben führen kann. Warum habe ich jemals an ihr gezweifelt? Vielleicht zu Recht. Wo ist eure Mutter jetzt? Nun kennt ihr die Wahrheit. Oh, da ist die Mutter. Ich habe Natyn dieses Geheimnis sein ganzes Leben lang vorenthalten. Damit er nicht in dem Wissen aufwächst, dass er ein Monster ist, das ich geschaffen habe. Damit er sich den Lebenswillen bewahrt, während ich ein Heilmittel suche. Schließlich habe ich ihn mit der Knahaten-Grippe angesteckt und auch davon geheilt. Ihr habt euren eigenen Sohn mit der Knahaten-Grippe infiziert? Daemon und ich versuchten, die Welt zu retten. Natürlich. Eine vielversprechende Pilzsporenprobe war auf dem Weg aus Schwarzmarsch, als Daemon sich genau mit dem ansteckte, was wir heilen wollten. Und ich verlor ihn. Ich musste wissen, ob die Sporen ihn hätten retten können. Und jetzt weiß ich es. Ja, warum haben die Sporen keine Wirkung auf euch? Natyn entstand aus mir. Ich gleiche ihm weit genug, dass der Pilzsymbiont mich nicht als eigenständige Wesenheit wahrnimmt und daher auch nicht als Bedrohung für seinen Wirt. Deshalb habe ich sie so benannt. Daemon Mykota. Das Heilmittel, das wie die Liebe immer bei uns sein wird. Weird. Hättet ihr Dacia nicht die Wahrheit über Natyns Zustand sagen können? Die Wahrheit ist ein schlechtes Heilmittel für die Liebe. Ich wollte nicht, dass Dacia mein Schicksal teilt und durch ihr eigenes Herz an Tel Drelot gekettet wird. Deshalb wollte ich sie fortjagen. Doch da ihre Liebe eindeutig unheilbar ist, muss sie eine Entscheidung treffen. Was für eine Entscheidung? Wenn Dacia gewillt ist, kann ich sie mit denselben Sporen impfen, die ich auch bei Natyn verwendet habe. Sie wird sein Leiden und seine Gefangenschaft teilen. Doch sie werden zusammen sein und ihr wird es an nichts fehlen, abgesehen von ihrer Freiheit. Abgesehen von ihrer Freiheit, ja. Und was, wenn sie das nicht will? Dann kann sie sich nützlich machen und mir bei der Suche nach einem Heilmittel helfen. Ich werde sie wieder anstellen. Ich brauche jemanden Verlässliches, der seltene Zutaten beschafft, um mögliche Heilmittel für Daemon Mykota zu erproben. Vielleicht wird sie eines Tages eine meiner Forscherinnen. Seid ihr denn zuversichtlich, jemals ein Heilmittel für Natyn zu finden? Ich habe Daemon Mykota über 20 Jahre studiert. Wenn jemand ein Heilmittel finden kann, dann ich. Ich werde nicht die wichtigste Arbeit meines Lebens aufgeben. Es muss etwas geben, was den Pilz ausmerzen kann, sobald er die Knahaten-Grippe beseitigt hat. Ausmerzen ist eine unschöne Formulierung, selbst für einen Pilz. Wenn Dacia sich entscheidet, geimpft zu werden, werdet ihr dann Experimente an ihr vornehmen? Was für eine Rolle spielt es, wenn sie und Natyn ihre Tage miteinander verbringen können? Mein Schwerpunkt wäre, sie zu heilen. Doch ich bin Forscherin. Ich weiß durchaus, dass es von Vorteil ist, weitere Probanden für Vergleichsergebnisse zu haben. Alle eure Forscher bis auf einen sind tot. Wird man euch dafür verantwortlich machen? Meine Forscher haben aufgrund meines Forschungsfelds bei mir angeheuert. Sie kannten sowohl die Gefahren als auch die Möglichkeiten, die Daemon Mykota birgt. All dieser Platz in den Laboren ist nötig für sichere Experimente. Ich bedauere ihren Verlust, doch sie kannten das Risiko. Man hätte ihren Tod vielleicht vermeiden können, wenn ihr Natyn und Dacia die Wahrheit gesagt hättet.
Oder, wenn ich die Zeit gehabt hätte, mir glaubhaftere Lügen für beide zu überlegen. Ich wusste, dass sie sich schon eine ganze Zeit lang trafen. Dann belauschte ich ihren Plan, gemeinsam von hier wegzulaufen. Ich musste rasch handeln. Sonst hätte ich Dacias sicheren Tod in Kauf genommen. Ihr wusstet also, was sie füreinander empfanden? Natürlich wusste ich das. Anfangs freute ich mich für ihn. Dacia macht Natin glücklich. Ach, wenn sie doch nur damit zufrieden gewesen wären, ineinander verliebt, aber von Schutzzaubern getrennt zu sein. Erst als sie an mir zweifelten, wurde die Lage gefährlich. Und so gelangten wir an diesen Punkt. Okay, so, ich verstehe nicht. Wie wirken Delmor und Mykota? Meine Forschungsnotizen haben euch wohl kein vollständiges Bild vermittelt. Tun Shay, einer meiner ergebensten Forscher, entdeckte sie in einem Tümpel mit Brackwasser tief in Schwarzmarsch. Die Entnahme und der Transport waren höchst schwierig. Natin sagte, es handelt sich um Symbionten. Wie läuft das ab? Sobald Delmon Mykota sich mit der Lunge des Wirts verbunden hat, beginnt es, passiv Sporen zu produzieren, die für fast alles nicht-pilzliche Leben tödlich sind. Wie ihr in den Kavernen erlebt habt. Ja. Es scheint alles ausmerzen zu wollen, was das Leben des Wirts bedrohen könnte. Einschließlich der Knarrhaten-Grippe. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen Overkill, ne? Doch wie findet es da neue Wirte? Es ist empfindlich gegenüber Rauch als Vorbote eines Feuers. Nimmt es ihn wahr, setzt es Vermehrungssporen frei, in der Erwartung, einen neuen Wirt zu finden. Das sind die Sporen, die wir nutzen würden, um das ja zu impfen, falls sie das will. Und ihre Sporen wären füreinander nicht gefährlich, wenn beide geimpft sind? Genau. Irgendwie können Delmon Mykota einander gegenseitig erkennen. Und sie sehen sich natürlich nicht als Bedrohung. Argonia wie Tun Shay sind ein Sonderfall, wenn auch nur ebenso. Ihr natürlicher Widerstand gegenüber Toxinen sieht sich bei Delmon Mykota einem beinahe ebenbürtigen Gegner gegenüber. Okay, na gut. Dann sprechen wir nochmal mit Dacia. Natin und ich könnten endlich zusammen sein. Doch dafür müssten wir zum Experiment seiner Mutter werden. Pretty much. Aber ich wäre sicher. Ich wäre versorgt. Ich könnte den ganzen Tag singen und tanzen mit jenem, den ich liebe. So mancher würde für so ein unbeschwertes Leben töten. Ihr könnt Satiles andere Möglichkeit in Betracht ziehen. Oder ihr könntet einfach gehen. Für immer zu gehen kommt für mich nicht in Frage. Mein Herz gehört Natin und seines mir. Wenn ich meine Freiheit nicht aufgebe, kann ich Satile helfen, ein Heilmittel zu finden. Ich würde die Welt sehen können, wie ich es immer wollte. Doch ich stünde in ihren Diensten und ich wäre allein. Allein, 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 allein. Ihr würdet wirklich eure Freiheit aufgeben? Es gibt keine Garantie, dass ihr ein Heilmittel findet. Das Leben garantiert einem auch nicht die Liebe. Doch ich habe sie gefunden, oder nicht? Ich sehe es nicht so, dass ich meine Freiheit aufgebe. Ich sehe es als Entscheidung dahingehend, wie ich meine Liebe zeigen will. Doch mein Herz ist hin und her gerissen. Wenn ihr an meiner Stelle wärt, wie würdet ihr euch entscheiden? Eigentlich eine Entscheidung, die du selbst treffen müsst. Bei dem bleiben, den ich liebe und auf ein Heilmittel warten. Ich würde meine Freiheit behalten und versuchen, ein Heilmittel zu finden. Ich möchte herausfinden, was Natin und Satile dazu zu sagen haben. Das ist eigentlich völlig irrelevant. Eigentlich müsste sie die Entscheidung allein treffen, ne? Ja, komm, ich meine, die beiden haben jetzt so dafür gekämpft, zusammen zu sein. Ich würde bei dem bleiben, den ich liebe, und auf ein Heilmittel warten. Wenn meine Freiheit der Preis ist, um bei Natin sein zu können, so werde ich ihn bezahlen. Bei meinem Geliebten zu sein, ist besser, als allein durch die Welt zu streifen. Vielen Dank, dass ihr mich beschützt und mir dabei geholfen habt, die beste Entscheidung zu treffen, Fremde. Hier ist eure Belohnung. Danke. Vielen Dank. Ihr bleibt? Wirklich? Seid ihr sicher, Dacia? Ich habe so hart gekämpft, um zu euch zu kommen, Natin. Natürlich bleibe ich. Ja nun, wenn sie das so will, ne? So, Attribut, Fertigkeitspunkt, Kästchen des Schneiders. Ja. Brauchen wir eigentlich nicht, weil Handwerk machen wir nicht, aber nehmen wir. So, wir machen jetzt mal auf Leben hier, weil wir haben gemerkt, unser Leben ist ein bisschen knapp.
Und wir schauen mal, ob wir hier jetzt was machen können. Wir können auf jeden Fall hier durch dringende Magie mit einem ausgerichteten Zerstörungsstab eure Zauber für Zerstörungsstäbe ignorieren 5% der Magieresistenz eures Feindes. Das nehmen wir. So, hier können wir... Oh, wir können unseren Strahl erweitern. Das machen wir. Neuer Effekt. Ihr erhaltet während der Kanalisierung ein Schadensschild und Immunität gegen Unterbrechen, solange der Schild aktiv ist. Das klingt gut. Das hätte uns eben geholfen. Verlangsamt verletzte Feinde. Das Verbrauchen von Krux verlängert die Wirkdauer und verstärkt die Verlangsamung. Den Schild finde ich eigentlich ganz gut. Das klingt sehr gut. Das hätte uns, wie gesagt, eben sehr geholfen. Und wir haben jetzt eine ultimative Fähigkeit, das ewig starrende Auge. Ihr reißt das Gewebe der Aubis auf und beschwört einen Spross Hermeus Moras. Dieses Wesen erschafft einen Strahl, die 6 Sekunden lang die Wirklichkeit auseinanderreißt und Feinden innerhalb von 5 Metern alle 0,5 Sekunden 2360 Magieschaden zufügt. Der Strahl des Sprosses kann neu ausgerichtet werden, indem ihr ewig starrendes Auge erneut aktiviert. Nice! Das klingt auf jeden Fall sehr schön. So, können wir hier schon was verändern? Nee. Hier haben wir gerade geschaut. Wie ist es hier? Nein, Lug und Trug, nein, Volk, nein. Okay. So, das machen wir mal auf, aber wie gesagt, da wird nicht viel für uns drin sein. Und dann hatten wir gerade doch noch hier ein Amulett. Was haben wir denn bisher? Maximales Leben. Und auch hier maximales Leben. Ja, ein bisschen Lebensregeneration bekommen wir auf jeden Fall auch dazu. Das ist schon mal nett. Nehmen wir doch. So, Jute-Scherbe des Lebens. Können wir das tragen? Können wir. Rüstung. Das erhöht das Leben. Ist auf jeden Fall hilfreich. Guck mal hier. Ja. Dann belassen wir es wohl erstmal dabei. So, jetzt die Frage, wo kommen wir raus? Da hinten geht's raus. So, ich würde jetzt ganz gerne einmal einen Screenshot von dem Türmchen machen. Oh oh. Die Frage ist, wo ist eine gute Position dafür? Vielleicht so. Ja. Oh, da gibt es einen Weg. Schrein, schaut, schaut. Da gehen wir hin. Haben wir jetzt eigentlich... Oh, guck an. Wir haben jetzt hier das erste Nebenquestgebiet auf der Map abgeschlossen. Das gefällt mir sehr gut. Da hat man gerade den Schild gesehen. Auch das gefällt mir sehr gut. So, da unten ist der Wegschrein. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit. Wir sind aktuell mit dem Pferd noch nicht wirklich schneller. Was für eine Zeitverschwendung. Niemand kommt mehr nach Seilenmora. Und nun verstehe ich warum. Von Priestern und Kriegswappenträgerinnen belästigt zu werden, lohnt nicht, um das einzige eindrucksvolle Relikt zu sehen, das sie im Tempel verwahren. Wollt ihr dorthin? Welcher Schrein? Was geht hier vor sich? Der Schrein des heiligen Vorus, Schutzpatron des Hauses Telvanni. Er ist der einzige Grund, warum man nach Seilenmora kommt. Ich machte Halt, um das Relikt des heiligen Vorus zu sehen. Doch der hohe Priester lässt mich nicht nah genug heran, um einen guten Blick darauf zu werfen.
Was ist so besonders an diesem Relikt? Ich bin nicht lange genug geblieben, um es herauszufinden. Anscheinend ist es eine Ehre, allein schon in seiner Gegenwart zu sein. Fühlte sich nicht wie etwas Besonderes für mich an. Falls ihr in diese Richtung unterwegs seid, könnt ihr vielleicht herausfinden, was all die Aufregung soll. Okay, ich werde zum Schrein des Heiligen Voiris gehen und nachsehen, was dort vor sich geht. Viel Glück, Außenseiterin. Ihr werdet es brauchen. Danke, danke, danke. So, einmal schauen. Hier haben wir jetzt einen Wegschrein. Also hier steht was von 16 Wegschreien. Ist damit hier die Apokrypha mitgemeint? Scheint so, ne? Wenn man hier wechselt, verändert sich der Kartenfortschritt dadurch nicht. Das heißt, 16 Wegschreine sind in allen beiden Gebieten gemeint. Okay, so, dann schauen wir mal. Vorne geht's hin. Da ist auch was zu finden. Der Talisman des Heiligen Voris wird mir gehören. Und ich gehöre ganz euch, Rilasi, wenn ihr mich fangt. Okay. Ja, was es damit auf sich hat, das schauen wir uns vielleicht dann in der nächsten Folge an. Bevor ich jetzt die ganze Quest wieder starte, würde ich dann wieder ein kurzes Folgenpäuschen machen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht. Ob wir in den Kämpfen noch etwas besser werden. Bosse könnten das ein bisschen schwierig werden, aber irgendwie kriegen wir das bestimmt hin. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut gerne in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald.